Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei Me and Me Dog TV. Ich bin Jenny und heute wollte ich mal wieder auf ein paar Kommentare von euch eingehen. In letzter Zeit war es so ruhig auf meinem Kanal. Ich habe relativ wenig Videos gemacht. Das liegt aber nicht daran, dass mir das keinen Spaß mehr macht oder dass ich faul geworden bin. Nein, ganz im Gegenteil. Ich arbeite gerade an einer Online-Hundeschule. Ein extra Kurs nur für euch, gerade weil ich immer wieder gefragt werde nach einer allumfassenden Lösung und weil ich euch einfach einen Kurs zusammenstellen wollte, in dem ich euch mein komplettes Wissen mitteile, dass ihr entspannt von zu Hause aus euch das anschauen könnt und das mit eurem Hund in die Tat umsetzen könnt. Und damit ich auch kein Problemverhalten vergesse, habe ich eine Umfrage gestartet, bei der du mitmachen kannst. Der Link dazu ist hier unten in der Infobox, ganz oben der erste Link. Da kannst du einfach draufklicken und bei der Umfrage mitmachen. Und was du gewinnen kannst, ist ein 45 Minuten gratis Coaching per Telefon oder Skype mit mir persönlich, wo du mir deine Probleme schildern kannst und von mir ganz individuell auf dich zugeschnitten eine persönliche Beratung bekommst. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, mir gerne im Vorfeld per E-Mail bestimmte Situationen, die du gerne bei mir ansprechen möchtest im Telefoncoaching, filmen und mir zusenden, damit ich mir ein genaueres Bild von dem Problemverhalten deines Hundes machen kann und dich somit auch besser am Telefon bzw. per Skype beraten kann. Jetzt aber mal wieder genug Werbung in eigener Sache gemacht. Jetzt möchte ich auf eure Kommentare eingehen und da haben sich in der letzten Zeit echt einige geläppert, auch wenn ich nicht so fleißig war mit den Videos. Ihr wart sehr fleißig mit den Kommentaren, was mich richtig gefreut hat. Ich möchte dazu sagen, auch wenn ich mir jetzt den ein oder anderen Negativkommentar hier mal mit reinnehme und darauf antworte, nehme ich das auf jeden Fall wahr, dass ihr echt über 90% positive Kommentare schreibt und echt so tolle und nette Sachen schreibt, wo ich mich echt jedes Mal riesig freue. Ich lese jedes einzelne Kommentar und bei den meisten, wenn ihr Fragen stellt, ich antworte euch auch darauf. Also ihr dürft auch gerne weiterhin fleißig in den Kommentaren sein. Aber jetzt schauen wir mal, was in letzter Zeit in einen Kommentaren so reingekommen ist. Fangen wir direkt mit dem ersten Kommentar an, ein Negativkommentar. Ich habe mich ja fast totgelacht, aber ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Du hast deinen Kangal psychisch kaputt gemacht. Das ist nicht die normale Weise, wie ein Kangal-Hunde begrüßt. Normal ist, dass der vor seiner Herde, Herrchen steht und achtsam ist und bei einer kleinsten Aggression aktiv wird. Niemals geht er unterwürfig zu Hunden zu. Hältst du ihn etwa in einer Wohnung? Wenn ja, dann ist das Tierquälerei. Also, Delikanli 67K. Ich habe meinen Kangal psychisch kaputt gemacht. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr harte Aussage. Die Mia ist einfach nur sehr schlau und hat erkannt, dass es mehr Sinn macht, nicht bei jedem Hund einen Streit vom Zaun zu brechen, sondern sich erstmal höflich vorzustellen. Im Endeffekt ist die Art und Weise, wie sie auf Hunde geht, eigentlich eher deeskalierend und sie versucht einzuschätzen, was der andere Hund für Absichten hat, ob der freundlich ist oder ob der uns gefährlich werden könnte. Und es ist auch wirklich so, dass wenn sie einen als Gefahr einschätzt, dann meldet sie sich auch und dann steht sie auch davor und bellt und sagt was. Also es ist nicht so, dass sie immer duckmäuserisch rumläuft. Aslan Aslan schreibt: Von wo kommen Sie eigentlich? Sie haben ja die Mia aus Mannheim. Kommen Sie von Mannheim? Wir haben auch einen Kangal namens Asya. Ich würde mich freuen, wenn Mia und Asya zusammen spielen können. Ja, liebe Aslan Aslan, du kannst natürlich sehr gerne nach Frankfurt kommen. Frankfurt und Mannheim ist nicht so weit voneinander weg. Die Züchterin von Mia, die kommt auch aus Mannheim. Ich möchte jetzt nicht hier den Namen preisgeben, weil ich nicht weiß, ob sie damit einverstanden ist. Aber ich weiß, dass sie auch meine Videos schaut und wenn sie sich angesprochen fühlt und das gerne möchte, dann kann sie ja ihren Namen einfach hier in den Kommentaren unter dem Video preisgeben und dann erfahrt ihr auch, wer die Züchter von Mia sind. Aber jeder, der zum Spielen gerne mal nach Frankfurt kommen will, schreibt mir. Schreibt mir, wenn ihr Bock habt, in den Videos dabei zu sein. Da freue ich mich immer tierisch drauf. Habt da keine falsche Scheu. Ist absolut in Ordnung. Die Evelyn Effesser 6
eine Userin, die echt von Anfang an dabei bist. Deswegen nehme ich deinen Kommentar auch mal mit rein. Sie kommentiert echt so gut wie jedes meiner Videos, worüber ich mich tierisch freue. Und darum kommt jetzt auch mal wieder ein Kommentar von dir mit dazu. Wieder ein entspanntes, lehrreiches Video. Die Wiese ist der Hammer. Mias Signale sind fein und sehr respektvoll. Das Sichern der Umgebung ist so typisch. Unbestechlich. Erneut ein erfreulicher Beitrag. Danke. Ja, toll. Schön, dass auch mal jemand, der selber Kangals hat, erkennt, dass ich meinen Kangal nicht gebrochen habe. Beruhigt mich ein bisschen. Merlin Tillmann schreibt, wie findest du das Fahrradfahren mit dem Hund? Ja, zum Fahrradfahren mit dem Hund, denke ich, kann man echt mal ein eigenes Video machen, denn das ist so ein Thema für sich. Ich prinzipiell fahre total gerne mit der Mia Fahrrad. Mit dem kleinen Floki, unserem neuen Zwergspitzwelpen, könnte ich es jetzt nicht machen, gerade auch nachdem er sich das Bein gebrochen hat. Aber ja, es gibt Hunde, für die ist es echt eine geniale Art der Beschäftigung, beziehungsweise auch des sich Fortbewegens. Aber es gibt auch einfach Hunde, für die ist es nicht geeignet. Oder Hunde, die haben Angst vorm Fahrrad. Und wie man da genau rangeht und dem Hund es beibringt, dass er da keine Angst haben muss und dass das was Tolles ist. Ich glaube, da muss ich echt mein eigenes Video drüber machen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare unten rein, ob euch das auch interessieren wird. Ein Video zum Thema Hund am Fahrrad und dann mache ich das natürlich gerne. Osmanli Türk schreibt, hey, ich habe deinen Kanal neu entdeckt und finde deine Videos extrem hilfreich und sehr gut. Ich möchte mir auch gerne einen Kangal holen, aber würde gerne wissen, ist es Pflicht, einen Garten zu besitzen? Wenn ich mit ihm jeden Tag rausgehen würde und 1 bis 2 Stunden auch draußen bleiben würde, oder müsste ich länger draußen bleiben? Oder geht die ganze Sache gar nicht, wenn man gar keinen Garten besitzt? Danke im Voraus. Also das ist auch so ein Thema, wo die Meinungen wirklich sehr, sehr stark auseinandergehen. Kangal ohne Garten, Kangal Haus oder Wohnung. Ich kann euch ja mal erzählen, wie es bei uns ist. Wir haben ein Haus in einem... So ein Reihenhäuschen ist das. Wir haben einen ziemlich kleinen Garten. Einmal hinten, einmal vorne. Meine persönliche Meinung ist, dass ich oft den Eindruck habe, dass wenn jemand wirklich einen großen eingezäunten Garten hat, in dem der Hund auch rein und raus gehen kann, wie er will, dass er dann nicht so viel Spaziergang bekommt, wie ein Hund, der in der Stadtwohnung vielleicht jetzt wohnt oder halt in einem Haus ohne Garten. Und immer rausgehen muss zum Gassi. Was ich persönlich finde, ein Garten kann keinen Freigang ersetzen. Und wenn ein Hund im Freigang wirklich ausgelastet ist, ich weiß nicht, ob 2, 3 Stunden da ausreichen. Die Mia hat halt, wenn sie unterwegs ist, auch immer sehr viel zu tun. Wir haben entweder Gassihunde oder Tageshunde dabei oder sind, wie ihr schon gesehen habt, in der Buga unterwegs. Heute sind wir mal woanders, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo ich bisschen mehr Ruhe habt zum Filmen. Aber das ist abhängig von Hund. Also wenn der Hund ausgelastet ist, dann wird zu Hause gefressen und geschlafen und dann muss man nicht unbedingt immer im Garten stehen und den Zaun bewachen, weil ich bin der Meinung, es auch nicht unbedingt toll für einen Hund ist, den ganzen Tag am Zaun zu stehen und den zu bewachen, auch wenn es sein Instinkt ist. Ich sehe es an der Mia, wie sie es auch genießt, einfach mal rumzulaufen, zu schnüffeln, auf andere Hunde zu treffen, zu spielen, die verschiedenen Spiele unter Hunde zu spielen und einfach Hund sein zu können und nicht dauernd einen Job zu erledigen zu haben und zu arbeiten. Wenn ein Hund kommt, der ihren Alarminstinkt weckt, dann ist sie natürlich sofort da und arbeitet. Auch mittlerweile, wenn es dämmert und dunkel wird, ist sie deutlich aufmerksamer und fängt an, schneller zu bellen, wenn sie irgendwas sieht und es ihr nicht so geheuer ist. Aber sie muss das nicht nonstop tun. Sie ist auch jetzt zum Beispiel mittlerweile hier hinten, sehe ich sie gerade in den Bäumen am Rumschnüffeln und am Gucken, wer hier so unterwegs war. Und würde jetzt ein Bär hier von hinten kommen, ich wäre geliefert. Sie wird es nicht sehen. Und das ist genau das, was ich meine. Ja? Also dieses Umgebungssichern, klar muss der Hund das können, aber man kann das auch beim Spazierengehen ausleben. Und gerade wenn man mit dem Hund zusammen unterwegs ist, hat man die Möglichkeit, das viel besser zu kontrollieren und im Griff zu haben. Und ich denke, dass ein Garten einen oder ein großer Garten einen auch sehr schnell faul machen kann. Was jetzt nicht heißt, dass ich gegen einen Garten bin, aber jetzt nur mal so das Für und Wider. Also meiner Meinung nach kannst du auch einen Hund in einer Einzimmer-Stadtwohnung halten, wenn du mindestens 4, 5 Stunden am Tag unterwegs bist.
und nicht einfach nur langweilig durch die Straßen spazierst, sondern halt auch der Hund was zu tun hat, wenn ihr unterwegs seid. Okay, das war jetzt eine lange Antwort. Ich guck mal weiter. Easy Bialek schreibt, ja, unbedingt mehr Videos von dem Zwerg. Wen meint die denn jetzt mit dem Zwerg? Ich zeig euch mal den Zwerg. Flucki, komm her. Unser kleiner Zwerg, der Floki, das ist ein Zwergspitz. Der wohnt jetzt seit Ostern bei uns. Floki habe ich euch einmal vorgestellt in dem letzten Vlog. Der heißt Eine Nacht in der Tierklinik. Ja, der Floki hat sich nämlich relativ schnell das Bein gebrochen, nachdem er bei uns eingezogen ist und musste operiert werden und dort bleiben. Mittlerweile hat er den Verband wieder ab, der war hier dran. Kann auch wieder richtig schön laufen. Und ja, Floki war am Anfang, als er zu uns gekommen ist, mega schüchtern und ziemlich ängstlich. Er hatte sogar vor unserem Nachbarshund Angst, der ein Chihuahua-Mischling ist, also nicht wirklich viel größer als er, und er da wirklich panisch war. Bei Mia hat er auch ein, zwei Tage gebraucht, gerade weil sie ja so groß ist. Aber sie hat es echt toll gemacht und ihn in Ruhe gelassen, obwohl sie super neugierig war. Und ja, jetzt nachdem er sich das Bein gebrochen hatte und ich echt auch auf der Hundewiese immer alle Hunde wegschicken musste und ihn oft auf dem Arm hatte, wenn ich einen Hund korrigiert habe und er das aus dieser Position gesehen hat, ist er wahnsinnig schnell mutig und richtig frech geworden. Mittlerweile läuft er ja schon wieder rum, und wenn er zum Beispiel sieht, dass die Mia mit einem Hund spielt, und gerade wenn das ein Rüde ist, dann wird er am liebsten kläffend hinterhergehen und den Hund davon abhalten, mit der Mia zu spielen. Wo ich dann immer die Luft anhalte und mir denke, Gott, komm bitte nicht unter die Räder. Aber ja, er ist mutig geworden, er ist selbstbewusst geworden. Jetzt geht es darum, ihm wieder ein paar Grenzen aufzuzeigen, was echt bei so einem kleinen Knuffel viel schwerer ist, als ich gedacht hätte. Also ich verstehe jetzt auch alle Kleinhundbesitzer, dass man da mit sich kämpfen muss, streng zu sein. Aber ja, es ist wie es ist. Ich kann nicht einen großen, gut erzogenen Hund haben und einen schlecht erzogenen. Floki muss natürlich auch die ganzen Regeln lernen und ist da auch schon kräftig mit dabei. Aber da werdet ihr mehr in meiner Online-Hundeschule sehen, wo ich einen kompletten Welpengrundkurs reinbringen werde, in dem ihr Flukis Entwicklung und seine Erziehung auch Schritt für Schritt mitverfolgen könnt. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel im Vorfeld verraten. Ich mache noch eine Frage und dann war's das. Das wird schon wieder ein mega langes Video. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte nur euch mal ein bisschen antworten, mal wieder, weil ihr mir so viel schreibt und ich so wenig Videos mache im Moment. Annemie M. schreibt, Mann, und ich dachte, manche Menschen sind kompliziert. Es war auf das Video 5 typische Begrüßungen unter Hunden, wo ich so ein bisschen erklärt habe, was sich da unter Hunden abspielt, und sie hat wohl gemeint, das ist total kompliziert. Aber ganz ehrlich, ich sag dir eins, Menschen sind viel komplizierter, weil die viel, viel öfter versuchen, sich zu verstellen und nicht ehrlich sind. Und wenn du bei den Hunden die Körpersprache einmal beherrschst und die lesen kannst, dann kannst du auch jeden Hund lesen, weil die sind ehrlich und die sind immer echt. Und wir Menschen sind es nicht. Und das war das Wort zum Sonntag, liebe Leute. Ich verabschiede mich jetzt mal wieder. Ich hoffe, dass echt einige von euch noch bei der Umfrage mitmachen werden. Das wäre mir echt sehr, sehr wichtig, damit ich einfach keins von den Problemverhalten, die hier so kursieren bei den Hunden, vergesse und alles mit reinnehme. Und wenn du keinen Bock hast, so lange zu warten, bis meine Online-Hundeschule fertig ist, dann kannst du mich einfach persönlich anschreiben. Auf meiner Website miandme.dogtv.de findest du ein Kontaktformular, wo du mich einfach anschreiben kannst und mit mir ein persönliches Training vereinbaren kannst. Und wenn du Lust hast, würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn du mit deinem Hund Teil eines dieser Videos in der Videoserie vom Online-Kurs wirst und mir somit hilfst, euch allen ein bisschen mehr zu helfen. Vielen Dank, liebe Leute. Das war's wieder. Macht's gut. Ciao.